Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, wir sind heute bei der Retro Gamescom in Krefeld in der schönen Kulturfabrik. Wir haben hier bisher eben gerade schon eine leckere Limo getrunken und wir sind auch schon mal durch die Gänge geschlendert. Sie sind sehr eng, es gibt jede Menge Spiele zu sehen, jede Menge Hardware und ich finde, wir schauen uns das einfach mal zusammen an. Viel Spaß! Hier gibt es nicht nur Spiele und jede Menge Retro-Hardware, sondern gibt es auch leckere Getränke. Und zwar habe ich jetzt hier mal ein japanisches Erfrischungsgetränk ergattert. Schmeckt nach, soll nach Erdbeere schmecken, schmeckt aber gut. Ich weiß nicht genau, ob es nach Erdbeere schmeckt. Die Öffnungszeremonie dieser Flasche ist auch eine besondere. Man drückt praktisch diese Glaskugel von oben an runter und dann kommt man an sein Getränk. In meinem Fall war es auch ohne Gesapsche und ohne Gespritze. Bei dir war es aber mit. Ja, lecker. Wir gucken uns aber mal Spiele an und mal schauen, ob wir hier ein paar schöne Spiele kriegen. Wir gucken mal weiter. Fotoautomaten gefunden und wir haben gedacht, wir machen mal kein Foto, aber vielleicht mal ein kleines Video von einem Fotoautomaten. Der steht hier einfach mitten im Eingangsbereich und wir werden hier, glaube ich, noch, ja, ich glaube, wir machen mal ein paar Fotos. Vielleicht blenden wir die auch noch mal ein. Ich glaube, das habe ich zuletzt vor 30 Jahren gemacht. Ja, das ist schon, ein bisschen schon her. Lange her. Ja. Auf jeden Fall cool. Cool, Retro, ist ja. Retro. Ist Retro. Ist absolut Retro. Thank you.
war die Retro Games Con in Krefeld in der Kulturfabrik. Ja, war wirklich eine super schöne Veranstaltung. Relativ klein, aber wirklich super besucht. Sehr viel Ware zu verkaufen, sehr viel Sachen, die geboten wurden. Also kleine Konsolen mit Fernsehern, die aufgestellt wurden, sodass man spielen konnte. Es wurde eine Karrierebahn aufgestellt. Es wurde für Essen gesorgt. Hier war ein schöner kleiner Imbiss mit leckerer Currywurst und leckeren Pommes. Und dann haben wir uns mit den beiden Veranstaltern unterhalten. Die machen die Retro Games Con regelmäßig in Gesamtdeutschland. Demnächst im September sind sie in Soltau. Da, wenn ihr da in der Nähe seid, könnt ihr gerne dort mal vorbeischauen. Ja, die haben uns, wie gesagt, mit denen unterhalten. Die wollen das schön abwechslungsreich und groß gestalten. Also da ist wirklich ein schöner, vernünftiger Plan dahinter. Wir werden das natürlich begleiten in unseren Videos. Wo es uns möglich ist, fahren wir dort auch vorbei. Ja, Paddy und Tomeniak waren hier. Ihr habt es gesehen. Hat wirklich super Spaß gemacht. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.